Grüezi ragazzi, bienvenue und willkommen zu Cannabis Scienzas wöchentlicher LinkedIn Live, heute zum ersten Mal auf Deutsch. An alle, die schon live dabei sind, ein großes Dankeschön an euch und auch an diejenigen, die sich die Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt ansehen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hoffen, dass es euch gefällt und dass ihr vielleicht etwas Neues dazugelernt habt. Ganz kurz zu uns, Cannabis Scienza hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Kraft der Bildung den Zugang zu medizinischem Cannabis für Patienten weltweit zu verbessern. Viele Hürden der medizinischen Cannabisbranche können durch die effektive Schulung von medizinischem Fachpersonal deutlich erhoben werden. Das bedeutet nicht nur THC und CBD, sondern wie verschreibe ich überhaupt? Was muss ich rechtlich betrachten? Welche Produkte stehen zur Verfügung? Fallbeispiele diverser Indikationen und auch Umgang mit der Kostenübernahme. Etwas, worauf wir uns heute konzentrieren. Wir entwickeln wissenschaftlich fundierte und praxisrelevante Schulungskonzepte und Werkzeuge, wie zum Beispiel unsere CME-zertifizierten Schulungsveranstaltungen in der Schweiz und in Deutschland, sowohl als auch unser Principles of Clinical Cannabinology Handbook, eine unheimliche Ressource für jeder, der sich für medizinisches Cannabis interessiert. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite, die ihr über unsere LinkedIn-Seite erreicht. Und falls ihr es noch nicht tut, abonniert unseren Page. Wir freuen uns auf jeden von euch und geben uns Mühe, nur qualitativ hochwertigen Content zu veröffentlichen. Und nun zum heutigen Gespräch. Es passiert momentan so einiges im deutschen medizinischen Cannabismarkt. Und wie gerade schon erwähnt, konzentrieren wir uns heute auf die Hürden der Kostenübernahme. Und mit dabei heute sind Frau Dr. Parniam Alamdari und Frau Daniela Joachim. Dürfte ich euch bitten, vielleicht mal kurz vorzustellen. Daniela, vielleicht du zuerst. Ja, hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Daniela Joachim. Ich bin eine sogenannte Cannabis-Patientin. Ich bekomme seit 2018 Medizinalcannabis auf Rezept mit Erstattung meiner Krankenkasse, da ich eine Krebsüberlebende bin und die ganzen Wehwehchen, die der Krebs hinterlassen hat, mit Medizinalcannabis behandle. Ich bin zudem in der Selbsthilfe aktiv. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied beim Bund Deutscher Cannabispatienten, wo wir uns eben auch immer für die aktuellen Belange der Patienten einsetzen, wo wir Unterstützung geben bei Führerscheinfragen, bei Kostenübernahmeproblemen etc. etc. Bin seit 2020 auch beruflich in Teilzeit in der Medizinalcannabisbranche tätig als Geschäftsstellenleiterin beim Verband der Cannabisversorger und Apotheken, kurz VCA. Und ja, dadurch dreht sich fast mein ganzes Leben um Cannabis. Dankeschön, Daniela. Parniam? Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Parniam Alamdari. Ich bin seit Januar 2022 die Inhaberin der Alexander Apotheke in Großumstadt. Und ich bin auch sehr froh drüber, weil dadurch kann ich jetzt auch aktiv was tun für die Patienten, die Cannabis brauchen. Und meine Apotheke ist spezialisiert auf Medizinalcannabis. Und ich habe die letzten 3-4 Jahre, habe ich mich sozusagen privat ein bisschen damit beschäftigt, was das überhaupt ist, weil es ja leider im Studium nicht vorkommt, weder bei uns noch bei Medizinern, und habe ich mich selbst ein bisschen ausgebildet und stehe jetzt in meiner Apotheke und versuche zu helfen. Ja, also erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch beiden, dass ihr dabei seid heute. Und bevor wir uns auf das Thema Kostenübernahme konzentrieren, vielleicht, Daniela, kannst du uns einen Einblick geben, was so der Ablauf ist oder wie man als Patient überhaupt ein Rezept bekommt von seinem Arzt? Ja, zuerst muss man erstmal einen Arzt finden, der überhaupt bereit ist, offen ist für eine Cannabis-Therapie und das nach Möglichkeit noch bei der Krankenkasse mit zu beantragen. Das ist eigentlich nach wie vor, jetzt 5 Jahre, nachdem das gesetzlich möglich ist, Cannabis von der Kasse erstattet zu bekommen, mit die größte Hürde,
der sich jeder Patient stellen muss, einen Arzt zu finden, weil viele Ärzte wollen nicht groß bekannt werden, teilweise aus Sorge um ihren Ruf, teilweise auch, weil sie nicht überrannt werden wollen von Patienten. Da kommen dann wieder die Probleme, Regress, Angst etc. zum Vorschein. Und daher ist es eigentlich für viele gar nicht so einfach, überhaupt in die Therapie zu kommen. Ja, die Erfahrung habe ich selber auch machen können, dass viele Ärzte sich davon ein bisschen, sie haben keine Lust drauf. Panian, vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, so in die Rolle des Apothekers in diesem ganzen Ablauf. Also ich finde es manchmal witzig und manchmal etwas traurig. Es ist sehr oft so, dass die Patienten bei uns vorbeischauen, vor allem nach dem Interview, was ich zum Beispiel in der Zeitung Darmstädter Echo hatte, dann sind so viele vorbeigekommen, so viele haben angerufen. Und eine Frage gibt es immer wieder und die lautet, sagen Sie, aber ich werde wirklich nicht süchtig, oder? Also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Und dann merke ich erst, es fehlt an Information für die Bevölkerung. Apotheker, Patienten und die Ärzte, wir sind alle noch nicht gut informiert, wir sind noch nicht gut ausgebildet. Und ich bin froh, dass ich als Apothekerin da stehe und Informationen geben kann. Aber ich bin eine der sehr, sehr wenigen Apotheken in ganz Deutschland. Manchmal müssen Leute bis nach Frankfurt fahren, um sich über Cannabis informieren zu lassen oder dass sie einen Arzt finden. Ich finde, für mich ist es das Problem Nummer eins, dass die Patienten gar nicht wissen, was überhaupt Cannabis ist. Warum brauche ich das? Kriege ich das auf Rezept oder muss ich das selber zahlen? Und wie Daniela das angesprochen hat, das Problem Nummer zwei ist dann, einen Arzt zu finden, der sich damit auskennt. Nummer eins, Nummer zwei, der das auch gerne verschreibt. Und für mich ist dann das Problem Nummer drei, was auch super wichtig ist, der Patient findet endlich einen Arzt und der würde es auch machen. Und dann kriegt man erst eine Absage von der Krankenkasse, weil die Kostenübernahme halt nicht genehmigt wird. Und ich finde, irgendwann hat der Arzt auch keine Lust mehr. Und das ist dann irgendwann auch verständlich, dass man einfach frustriert ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Daniela, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben von deiner Perspektive. So, was ist denn, wie läuft dieser Kostenübernahmeantrag eigentlich und was sind so die Hürden, die man da am meisten eigentlich begegnet von Perspektive des Patienten, auch in Zusammenarbeit mit dem Arzt? Also sobald ein Arzt gefunden ist, der auch bereit ist, den Antrag mitzustellen, dann gibt es eigentlich nur drei Voraussetzungen, die im SGB V festgeschrieben sind. Die erste ist, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Da gab es jetzt jüngst ein Urteil vom Bundessozialgericht, wo das nochmal genauer definiert wurde, wie da vorgegangen wird oder werden sollte. Das wird jetzt mit dem Grad der Schädigungsfolge kann das belegt werden. Das ist sowas Ähnliches wie der Grad der Behinderung. Und ab einem GDS von 50 kann man davon ausgehen, dass der Patient oder die Patientin eben schwer krank ist. Hilfreich ist da in der Regel aber auch, wenn der Patient dem Antrag eine persönliche Schilderung beilegt. Ich habe das selber bei meinem Antrag gemacht, so 2, 2,5 Seiten, DIN A4 hatte ich geschrieben, wo ich einfach mal meinen Tagesablauf, meine Einschränkungen, meine Probleme, wie es mir geht mit Cannabis, wie es mir geht ohne Cannabis, das alles mal so ein bisschen dargelegt habe, um da ein bisschen einen Einblick eben zu geben, wie schwer mir manche Sachen im Alltag einfach fallen aufgrund der Erkrankung. Und das kann ich eigentlich jedem Patienten auch nur ans Herz legen, das auf jeden Fall auch zu machen. Und wenn jemand einen Grad der Behinderung hat, sprich einen Schwerbehindertenausweis, dann ist das auf jeden Fall auch hilfreich, weil das alles Indizien sind für den MDK, also den medizinischen Dienst, der da in der Regel ein Gutachten erstellt, nachdem dieser Antrag bei der Kasse eingeht. Und da
kann man schon mal die eine Hürde meistern. Denn die nächste Voraussetzung ist, dass keine Standardtherapien zur Verfügung stehen. Das heißt, in Anführungsstrichen, der Patient muss austherapiert sein. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wenn der Arzt gut ausführlich begründet, warum eine Standardtherapie für diese Indikation, das findet man meistens auch in den Leitlinien zur jeweiligen Erkrankung, warum diese Standardtherapie nicht zum Einsatz kommen kann im Fall von dem Patienten, dann muss der Patient das auch nicht ausprobieren. Bei mir war es zum Beispiel im Fall Kostenübernahmeantrag für Migräne, dass ich keine Beta-Blocker ausprobieren musste, die eben in den Leitlinien vorgegeben sind, weil ich sowieso generell niedrigen Blutdruck habe und da das kontraindiziert wäre. Da muss der Arzt aber wirklich sehr ausführlich auf jede Standardtherapie im Detail eingehen. Am besten schreiben, was wurde versucht, welche Nebenwirkungen oder keine Linderung der Beschwerden. Und das wirklich Punkt für Punkt schön ausführlich dann darlegen, damit die Kasse damit zufrieden ist. Und dann sollte da dann, das ist nämlich mit einer der Hauptablehnungsgründe, dann sollte die Kasse da eigentlich auch nicht mehr sagen können, ja, du hast aber noch dies oder das nicht ausprobiert, mach erst mal das. Das muss halt alles wirklich gut vom Arzt begründet sein, damit man da eine Chance hat. Der dritte Punkt ist jetzt nicht so schlimm, das ist die sogenannte nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Besserung der Beschwerden. So in der Art steht das im Gesetz. Da gab es jetzt in dem jüngsten Bundessozialgericht Urteil auch nochmal eine Klarstellung, was ich sehr gut finde, dass die Anforderungen an etwaige Studien oder sonstige Berichte wirklich sehr niedrig gehalten wird. Das nennt sich Evidenzlevel 4 oder 5. Das betrifft zum Beispiel Fallberichte, Einzelfallserien, Fallserien, Einzelfälle oder auch wenn ein Mediziner, der in dem Bereich renommiert ist, da eben einen Artikel dazu geschrieben hat, dies und das kann bei Cannabis kann bei dieser oder jener Indikation helfen, dann muss ich damit dann die Kasse auch schon zufrieden geben. Dass, wenn man diese alle drei Hürden meistert, dann sollte es eigentlich zu einer Kostenübernahme kommen. Allerdings sind die Krankenkassen da doch recht findig. Und in der Vergangenheit hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, die machen sich so ihre eigene Interpretation des Gesetzes. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weiterläuft nach diesem BSG-Urteil. Wir können nur hoffen, dass es da ein bisschen einfacher wird. Was natürlich dann allerdings durch den GBA, den gemeinsamen Bundesausschuss, beschlossen wird, der jetzt nach 5 Jahren Cannabis als Medizingesetz die zukünftige Erstattung festlegen muss, das ist nochmal ein anderes Ding. Also da sind sehr viele Patienten momentan besorgt, dass das alles noch viel schwieriger werden könnte. Und das könnte schon bei der Arztsuche viele Probleme verursachen, weil teilweise nämlich ein Facharztvorbehalt gefordert wird, was bedeuten würde, es reicht eben nicht mehr, wenn der Hausarzt den Kostenübernahmeantrag stellt, weil dann spezielle Erkrankungen auch spezielle Fachärzte fordern. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ich wollte gerade auch sagen, als du gesagt hast, dass das 3 Punkte sind, die man für die Kostenübernahme sozusagen braucht, dann dachte ich mir, eigentlich gar nicht so kompliziert, das sind nur 3 Punkte. Aber in der Praxis sieht es leider komplett anders aus. Ich habe sogar einen Antrag mit dem Arzt zusammen ausgefüllt, also wir haben es zusammen gemacht, weil er gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, dann musst du mitmachen, dann habe ich mitgeholfen. Und also wir haben natürlich eine Absage bekommen von der Kasse. Daniela, ich möchte dich was fragen, da bin ich mir unsicher. Also derselbe Arzt hat mich mal gefragt, ob es tatsächlich wahr sein sollte, dass man zum Beispiel die Publikationen, die man braucht für den Antrag, ob das die aktuellste Publikation sein sollte, weil er hat einen Antrag gestellt und die Kasse meinte, naja, es gibt ja neue Studien, es gibt neue Publikationen und das, was Sie jetzt mit in den Antrag geschrieben haben, ist nicht mehr aktuell und somit kriegen Sie hier wieder eine Absage.
Also ich habe das noch nie gehört, dass da irgendwo aufs Datum geschaut wird, weil irgendwie eine Publikation wird ja nicht ungültig, nur weil es eine neue gibt. Meistens ist da das Studiendesign dann anders, ne, oder die Zusammensetzung der Personen einfach anders. Also ich habe das noch nicht gehört und glaube jetzt auch nicht, da das Bundessozialgericht jetzt nochmal klargestellt hat, dass es wirklich eine sehr niederschwellige Anforderung an die Evidenz ist, was ja auch ganz logisch ist bei Medizinalcannabis, weil das ja eine absolute Sonderstellung hat in der Medizin und in der Erstattung. Da glaube ich nicht, dass, also zumindest vor Gericht soll da die Kasse nicht mit durchkommen. Also nimmt die Kasse dann das einfach als Vorwand. Ich habe das Gefühl, dass die Kasse sehr oft versucht, bei gesetzlich versicherten Patienten, dass sie wenigstens bei dem ersten Antrag immer eine Absage zu schicken. Also ich habe tatsächlich, haben wir das auch oft gehört, dass manchmal derselbe Antrag nochmal geschickt wird. Und da habe ich einfach, falls wir gerade Ärzte hier dabei haben, einfach nur als Tipp, bitte schickt einen Antrag ein zweites Mal hin. Bei dem ersten Mal gibt es sehr oft ein dickes Nein von der Kasse, weil ich glaube, die hoffen, dass die mit diesen Vorwänden, weil Cannabis ist teuer, das wissen wir alle, und die wollen so viele Patienten, also so viele Kostenübernahmen nicht zu übernehmen, so wie die können. Und wenn die Ärzte ein zweites Mal den Antrag hinschicken, also die Erfolgsquote ist auf jeden Fall sehr hoch. Falls Ärzte dabei sind, bitte versucht es ein zweites Mal für den Patienten. Auf jeden Fall ist auch mein Ansatz. Also ich empfehle eigentlich auch keinem Patienten mehr, vors Gericht zu gehen, sondern lieber sich das MDK-Gutachten anzufordern. Dann hat man nämlich genau die Anleitung, was man verbessern muss und auf welche Punkte man noch detailliert eingehen muss. Dann nochmal einen verbesserten Antrag wieder hinschicken und das Beste hoffen. Also das hat schon oft geklappt tatsächlich. Ja. Weil wenn man die Gründe, die Hindernisse alle ausräumt, was wollen sie dann im Endeffekt noch machen? Neue suchen? Eben. Irgendwann werden sie es dann einfach durchwinken. Ja. Daniela, darf ich hier mal fragen? Du hast erwähnt, diese Protokollierung deines Tagesablaufs und dass du das mit deinem Arzt geteilt hast. Zu welchem Zeitpunkt war das? War das nach, also war das vor dem ersten Antrag, war das nach der Zusage irgendwie oder war das nach der ersten Ablehnung, Verzeihung, oder zu Ich welchem hatte Zeitpunkt? gar keine Ablehnung zum Glück. Wahrscheinlich hatte ich da tatsächlich das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich Krebspatientin war und bei meiner Kasse sowieso schon als hochpreisig irgendwie in der speziellen Kategorie war. Weiß ich nicht, ne, ist nur so eine Vermutung. Aber ich hatte diesen persönlichen Bericht tatsächlich der Kostenübernahme, also der Beantragung beigefügt. Und der beantragende Arzt hat dann tatsächlich auch noch einen sehr schönen eineinhalbseitigen Bericht geschrieben und eben auch auf die Sachen eingegangen. Der hat das sehr gut gemacht und dadurch habe ich tatsächlich auch gleich die Kostenübernahme bekommen. War selbst überrascht. Und du hast protokolliert, was für einen Einfluss Cannabis in deinen Alltag hatte. Darf ich dann fragen, wie bist du dann an diesen Cannabis gekommen vor der Kostenübernahme? Genau, ich hatte mir das auf Privatrezept verschreiben lassen von meinen damaligen Neurologen und habe es einfach mal ausprobiert und habe dann auch so ein Schmerztagebuch geführt, wo man wunderbar sehen konnte, dass ich sehr viele Migräneattacken hatte in der Zeit, wo ich noch kein Cannabis genommen habe. Und dann hat sich das massiv relativiert. Und das kann ich auch Schmerzpatienten ans Herz legen. Führt ein Schmerztagebuch und reicht das mit ein bei der Beantragung. Das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Und wenn man da natürlich noch so einen Vorher-Nachher-Vergleich hat, dann bringt das auch noch mal was, denke ich. Ja, und da hast du gerade den Punkt erwähnt, dass du es privat übernommen hast. Panjan, mal eine Frage an dich. Wie sieht das aus? Also wie viele Privatzahler hast du bei dir in der Apotheke und wie viele gesetzlich Versicherte, wenn ich fragen darf? 95% Privatzahler. Ach. Mir tut es weh, mir tut es so weh. Ich meine es wirklich ernst. Es ist meine eigene Apotheke und du stehst da und hast 600, 700, 800, 1500 Euro auf dem Rezept stehen. Und das bricht mir das Herz, wo ich sage,
Warum muss ein Patient an dem Punkt ankommen, dass er selber 1500 Euro bezahlt, um eine bessere Lebensqualität zu haben, während wir alle monatlich für die Krankenkasse bezahlen? Und es kommt auch sehr oft die Frage, können Sie mir einen besseren Preis machen? Und ich darf es nicht. Wir wissen alle, ich darf es nicht. Und dann kommt als zweiten Satz, die Apotheke und die Apotheke macht es aber, die machen einen besseren Preis. Und das sind Gesetzenlücken in Deutschland, die das Ganze nicht einfacher machen für uns. Aber dass die Privatzahler dann im Internet auf der Suche nach einer günstigeren Apotheke sind, was eigentlich nicht legal ist, das ist auch ein Problem, was die Krankenkasse uns sozusagen angeboten hat hier in diesem Bereich. Weil wenn die Patienten, die das wirklich brauchen, wenn das übernommen wird von der Kasse, dann müssen sie nicht irgendwelche Apotheke, die Cannabis günstiger verkauft, dann im Internet finden, die Rezepte hin und her schicken und das Ganze im Internet bestellen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, meine Patienten sind meistens Privatzahler und mich macht es aber trotzdem glücklich, wenn die 2, 3 Monate später zurückkommen und mir dann erzählen, was für eine Lebensqualität momentan da ist nach der Therapie oder ein Patient von mir, der hat Rheuma und am Anfang, als er da war, hatte er Probleme, seine Hand überhaupt zu bewegen. Und dann war er da und ich habe einfach nur gefragt, und wie läuft es? Wie geht es Ihnen? Und dann meinte er, schauen Sie hier. Und das ist so ein Moment für mich, wo ich sage, dafür kämpfe ich. Dafür stehe ich da. Dafür setze ich an einem Sonntag und lese irgendwelche Cannabis-Bücher durch oder Publikationen, dass wir sagen, die Ärzte müssen ein bisschen mehr Informationen bekommen. Wir müssen etwas mehr Fortbildungen planen, auch für die Apotheker. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Auch meine Bitte an Pharmaindustrie. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld, um einfach mehr Fortbildungen zu organisieren, die Bevölkerung zu informieren, auch für Entkriminalisierung. Das ist ein ganz großes Thema, was jetzt hier nicht mehr reinpasst. Aber wir brauchen einfach mehr Unterstützung. Wir müssen mehr Leute werden. Wir müssen mehr Apotheker und Ärzte werden. Wir müssen zusammenhalten, dass die Patienten wenigstens diese Option ausprobieren dürfen. Es ist ja kein Wundermittel. Cannabis ist kein Wundermittel. Ich behaupte auch nicht, dass es eine Garantie gibt. Du hast Schmerzen, du brauchst das als Therapie, du kriegst Cannabis und die Schmerzen sind weg. Es gibt keine Garantie. Aber ich möchte, dass die Patienten wenigstens diese Option bekommen, dass sie selber schauen, hilft es mir oder hilft es mir nicht. Und das ist auch etwas, was wir auch sehr oft mit unseren Patienten besprechen, dass man das vielleicht erstmal, wenn der Arzt wirklich sagt, ich verschreibe dir kein Kassenrezept, dass man sozusagen sagt, ich nehme dann erstmal das als Privatrezept, eine kleinere Menge, ich probiere das aus und schaue, ob es mir hilft. Also das ist so, wie ich mit meinen Patienten umgehe. Wenn wir keinen Arzt finden, dann machen wir es erstmal auf dem Privatrezept, schauen, wie die Wirkung ist und dann können wir weiterschauen. Ja. Du hast auch gerade das Thema Entkriminalisierung kurz angesprochen. Auch um das nochmal zu diesem Kostenübernahmeverfahren zu verbinden. Was für einen Einfluss meint ihr, würde die Entkriminalisierung oder hier Recreational, was für einen Einfluss würde das auf diesen ganzen Kostenübernahmeverfahren haben, meint ihr? Also ich finde, dass mit dem Thema Entkriminalisierung beziehungsweise Legalisierung, wenn Cannabis eines Tages legalisiert ist, und wenn die Leute auch etwas mehr Informationen bekommen haben und Cannabis nicht mehr als Droge sehen, sondern als eine Option, als eine Therapie, ich glaube, dass viele Patienten wegfallen würden, dass die das frei in einer Abgabestelle kaufen würden, wenn es legalisiert ist. Und das führt dann dazu, dass die Krankenkasse entlastet ist. Und somit hat die Kasse mehr Geld, um auszugeben, wenn die es wollen natürlich. Und dann werden viel mehr Anträge dann angenommen und dann kriegen viele Patienten, die sich das nicht leisten können, das privat zu bezahlen, die das aber auch wirklich brauchen, die kriegen dann eben das Ganze von der Kasse. Und das wäre für mich ein positiver Punkt im Bereich Legalisierung. Ja. Daniela, vielleicht noch mal deine Meinung dazu auch.
Ja, also ich denke jetzt, dass durch die Legalisierung die Kassen selbst nicht so groß die Kosten einsparen, denn die sind ja schon sehr kritisch, wem sie überhaupt eine Kostenübernahme bewilligen. Aber letztendlich wird sich der ganze Medizinalcannabis-Markt ein bisschen aufklären, denke ich, weil ich denke auch, dass gerade im Selbstzahlerbereich, wo die Hürden jetzt nicht ganz so hoch liegen wie bei den Krankenkassen, dass da vielleicht auch der eine oder andere Trittbrettfahrer dabei ist, der sich lieber in Zukunft dann im Lizenzshop, wo er dann auch mal in die Dose reinschauen kann und auch mal dran riechen kann, sich lieber da versorgt und sich da das so ein bisschen Medizin zu Medizin und Freizeitkonsum zu Freizeitkonsum zusammenfindet oder auseinander dividiert, besser gesagt. Und ja, wir sind gespannt. Nur momentan sieht es ja gar nicht so gut aus für die Legalisierung. Das könnte alles noch ein bisschen dauern, wenn überhaupt. Ich finde auch, ein Punkt ist, wenn der Patient das Rezept bekommen hat, ist das Ganze ja noch nicht zu Ende. Die kommen doch erst in die Apotheke. Und was mir jetzt ein paar Mal passiert ist, dass die Sorte nicht lieferbar ist. Ganz berühmte Sorte ist immer ausverkauft in Deutschland, welche aus Niederlande kommt. Und dann haben wir erst die Sorte nicht. Und dann muss ich es erst bestellen. Der Patient muss noch mal vorbeikommen. Das ist ja auch alles etwas aufwendig. Und ich glaube, manche Privatzahler eben oder manche Patienten, die würden auch sagen: Hey, ich mache das Ganze ohne Rezept. Ich gehe einfach in eine Abgabestelle, so wie Daniela gesagt hat. Ich mache die Dose auf, ich rieche dran, ich weiß, was ich möchte und ist alles viel weniger kompliziert und ist einfacher für mich. Und deshalb fände ich, das ist eine große Hilfe für alle Beteiligten. Ja, ich finde es sehr interessant, wie schnell wir uns in Deutschland von dem Beginn des medizinischen Marktes zu diesem heißen Thema Legalisierung bewegt haben. In Kanada, wo ich aufgewachsen bin, wurde medizinisches Cannabis 2001 legalisiert und dann erst 2018, also 17 Jahre später, haben sie dann das Gesetz nochmal geändert und haben auch Recreational möglich gemacht. Und wir haben uns jetzt bewegen uns in einem Zeitrahmen von ungefähr 5 Jahren, in Deutschland 6 Jahren. Und ich bin der Meinung, es gibt noch vieles, was noch repariert werden muss im medizinischen Markt, bevor wir eigentlich uns hier auf was anderes konzentrieren. Aber deswegen sind wir ja hier, um darauf aufmerksam zu machen. Und auch, ich glaube, wir haben hier ein paar sehr gute Tipps heute erwähnt. Dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Und jetzt einmal, nehmen wir mal die letzten paar Minuten, die wir noch haben hier. Ich sehe, dass wir ein paar Kommentare haben. Also Dankeschön nochmal an alle, die gerade mit dabei sind. Vielen Dank. Wir haben hier ein paar Kommentare. Vlad schreibt, als Cannabis verschreibender Arzt kann ich nur sagen, so gut wie jeder Antrag wird zunächst einmal abgelehnt. Ihr habt 100% da recht, zumindest meine Erfahrung. Ja, also ein Tipp, das wäre mir zum Beispiel hilfreich gewesen, als ich im Feld war. Ich hätte meine Ärzte auch sagen können, ja, lasst euch von der ersten Ablehnung nicht abschrecken. Also ich glaube, das war ein sehr wichtiger Tipp von euch heute. Dankeschön dafür. Fatima schreibt, für die medizinische Versorgung wäre das aber fatal. Qualität wird doch nie die gleiche sein. Und ich glaube, da reden wir über den Freizeitmarkt. Das ist natürlich dann auch wiederum eine Frage, ne, wo liegen die Qualitätsmaße dann im Freizeitmarkt? Wahrscheinlich aber noch höher als im Schwarzmarkt. Und hier schreibt Naji, weniger stabile Sorten, erstmals nach Legalisierung. Es wird alles produziert nach Hype in kleineren Batches. Ja, ich glaube, da sprechen wir über Craft Cannabis. Ja, das ist auch interessant. Und ja, in dieser letzten Minute möchte ich mich bei euch beiden nochmal kurz bedanken. Und vielleicht können wir die Gelegenheit nochmal ganz kurz nehmen. Daniela, kannst du uns ganz kurze Einblicke geben über Bedekan und was ihr da tut und auch bei dem VCA, bitte? Ja, ganz kurz. BDCAN ist der Bund Deutscher Cannabispatienten, ist eine reine Patientenvereinigung, wo wir uns eben für die Verbesserung der Versorgung mit Medizinalcannabis einsetzen. Und der Verband der Cannabisversorger in Apotheken, der ist ein Verband für
Apotheken, die sich dem Cannabis geöffnet haben. Davon gibt es leider nicht so viele. Ich glaube, von 18.000 sind es gerade mal um die 2.000 in Deutschland. Und wir sind sehr froh, uns da auszutauschen und natürlich auch die Versorgung zu verbessern und die ganzen Prüfmodalitäten. Und sind natürlich auch für Fördermitglieder offen und tauschen uns mit der Industrie aus. Ja, das war jetzt so die Kurzfassung. Sehr schön. Dankeschön. Und Panjan, vielleicht möchtest du auch noch mal erwähnen, ich weiß, dass du ein paar Sachen am Laufen hast und wie du dich engagierst. Vielleicht möchtest du auch noch mal dazu was kurz sagen. Mir liegt es ja ganz am Herzen, also diese Entkriminalisierung, und deshalb plane ich jetzt in meiner kleinen Stadt, in Großumstadt, versuche ich eine Veranstaltung für meine Leute da zu organisieren, dass die kommen, dass ich denen erkläre, was Cannabis überhaupt ist, und aber auch Fortbildungen für unsere Ärzte. Wir fangen das erstmal ein bisschen kleiner an in meiner Umgebung, Darmstadt, Frankfurt, Großumstadt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir daraus eine sehr große Fortbildung machen können, dass viele Ärzte da geschult werden, und somit haben wir auch mehr Rezepte und somit haben wir auch viel mehr glücklichere Patienten. Ja, ich glaube, alle müssen ein bisschen besser geschult werden. Auch das MDK und die Krankenkassen. Ich glaube, in Knowledge is Power, so wie man sagt. Und zu dem Punkt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch beiden. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern und alle, die kommentiert haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Jo. Schönen Abend noch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.